Leute, ich würde sagen, wir streamen noch so eine halbe Stunde. Ja, ich muss da noch was essen und wie gesagt, ich muss meinen Kopf noch machen. Heute etwas kürzeres Stream. Ich hoffe, morgen bin ich dann ein bisschen fitter. Aber wir hatten ja auch schon, sag ich mal, eine gute Runde. Gegenseitig gekillt. Wir haben uns gegenseitig gekillt. Das wäre ziemlich nice, wenn wir jetzt noch im Gulag gegeneinander kämpfen, sag ich euch. Das Ding ist, die Betäubungsspritzen sind absolut, absolut brutal. Ich habe, glaube ich, 40 Betäubungsspritzen in den Kopf bekommen. Aber, was ich jetzt heute tatsächlich erfahren habe, ich habe das erfahren von zwei Jungs, die auch da waren. Die haben sich für die Betäubung einschläfern lassen. Digga, die wurden einfach reingeschläfert. Sind nicht mehr da. Ja, geil. Hätte ich das gewusst, hätte ich das auch gemacht, weil ich sag's dir, wie es ist, Bruder. Das ist Folter. Ohne. Also, it's no shit. Das ist einfach nur Folter. Wenn du das Ding ohne Dämmer schaffen musst. Das sind 40 Spritzen oder so. Und du denkst dir bei jeder Einzelne, die rammt dir da sonst für ein Schwert in den Schädel. Meine Güte. Aha. Ich kann mir keine Platten geben. Nice. Kuss geht raus. Was für deine Transplantation? Ich habe eine Instagram-Story gemacht, Leute. Folgt, ey, ohne Scheiß. Ich sag's immer wieder, das sag ich auch nicht aus Spaß. Folgt mir auf Instagram und Twitter, wenn ihr nichts verpassen wollt. Blackscreen, ja, ich habe Blackscreen vergessen, Jungs. Ich suche kurz eine neue Lobby. Verarscht. Es sind zwei Leute rausgegangen, als ich Blackscreen gemacht habe. Und, ich habe Blackscreen gemacht, Sound gemutet und meinte, ich suche eine neue Lobby. Es sind zwei Leute rausgegangen. Diggy. Outplayed, motherfucker. Outplayed. Zahlermord, der Typ sogar drin gehabt, Mann. Der hat mich fast mit einer Renetti-Salve weggefetzt, Bro. Bro. Okay, Bro. Okay. Hey, Baumgeheimnis, Siggi. War meine Freundin mit? Nein. Ich war nur kurz da für die Transplantation und habe mich wieder verpieselt. Denke ich, sag dir das. Oh. Oh, damit hat er nicht gerechnet, Diggi. Der ist sogar aufs Dach geklettert, um mich da noch zu sehen. Boom, Motherfucker. Wie wirst du dein C4 so hoch? Im Sprung. Bei C4 let's immer go. Springen. Woo. Let's go. Fillinger, 6 im Monat. Kuss geht raus, Siggi. Testo, ich habe schon Glatze getragen. Ich fühle mich damit nicht unwohl. Aber meine Freundin meinte, Haare werden schöner. Und dann habe ich mir halt. Schnell in die neue Sicherheitszone.
quasi die erste Haartransplantation gegönnt und habe halt gemerkt, hey, das hat was. Also ich wäre tatsächlich totally fein gewesen mit einer Glatze. Ohne Scheiß, wäre ich fein mit gewesen. Aber das war halt auch nur, weil ich quasi nicht wusste, wie es mit Haaren aussieht, weil ich halt immer schon weniger Haare hatte. Feind markiert. Woo, let's go, baby. Oh, lecker. Henki, du hardscopest ja nur. Das ist ja voll scheiße, Henki. Henki, du hardscopest. Komm. Wow. Let's go, baby. Henki, du kämpfst nur. Henki. Dafür ist C4 halt so unfassbar wertvoll, Freunde, das sage ich euch. Dafür ist C4 wertvoll. Nox ein. Und er kann sich nicht wiederbeleben, Digga. Er kann es einfach nicht. Weil das C4 in seiner scheiß Fresse liegt, Mann. Ja, er läuft, Bruder. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Henki, du bist schlecht. Oh mein Gott, ich hab ihn getroffen. Ich weiß nicht mal, wo er ist. Let's go! Prezi hat doch nicht getroffen, ist egal. Ich hab ihn einfach genockt, Digga. Ich hab ihm seine scheiß Ehre entwendet. Ach. Da hab ich jetzt wieder leider Gottes daneben geguckt. Geguckt hab ich daneben. Ja. Oh, da kommt der dritte. Scheiße, Bruder. Ja, guck mal. Drei Leute auf mir. Drei Leute auf mir. Ich hab leider... Ich hätte ihm, der Typ hat, der mich gekillt hat, der mich genockt hat, den hätte ich tatsächlich, ich hätte ihn snipen können, aber ich habe einfach daneben geguckt. Ich habe locker 2 Zentimeter neben sein Fenster gescoped und bin dann wieder raus und habe dann den Headshot bekommen. Aber Digga, 19 Kills und es hätten jetzt noch 8 Leute gelebt, da war Potenzial drin. Nicht so laut bitte, sorry. Da war Potenzial drin. Hatten wir eine Win-Wette? Die Leute sind aber auch süchtig, ne? Jetzt die Wette davor gewonnen.